Und da habe ich natürlich voll gefreut und dachte so, juhu, voll Lärm. Dann halt eben nach Schottland. Ich wollte ja unbedingt in ein englischsprachiges Land, weil ich mein Englisch verbessern wollte. Ich war schon richtig gespannt und wollte gleich sofort fahren. Aber es hat halt noch ein bisschen gedauert. Jetzt startet die dritte Auflage der niederösterreichischen Sozialpartnerinitiative Let's Waltz, mit der niederösterreichische Lehrlinge 4 Wochen lang ein für sie kostenloses Auslandspraktikum absolvieren können. Wir freuen uns, dass wir den jungen Leuten, weil wir gesagt haben, über den Teller reinschauen, andere Kulturen kennenzulernen. Auch wichtig, dass es wichtig ist, Sprachen zu lernen, die Freude auch daran zu wecken. Und wir haben jetzt, wir können jetzt anbieten, die Länder Großbritannien, Irland, Italien, Tschechien oder Dänemark. Und wir werden schauen, dass wir da vielleicht noch das eine oder das andere Land dazu kriegen. Daran teilnehmen können alle niederösterreichischen Lehrlinge ab dem 2. Lehrjahr. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 29. März. Lehre heutzutage ist so alternativ. Man kann so viel damit anstellen. Und man kann neben der Lehre die Matura machen. Aber auch jetzt, wie in diesem Beispiel, das Let's Waltz, wo man einen Monat komplett für sich alleine im Ausland etwas Neues erfahrt. Und das prägt einen Menschen und entwickelt einen weiter. Das Ziel ist, dass jeder Lehrling einmal in seiner Lehrzeit die Chance hat, Arbeitsweisen und Betriebe im Ausland kennenzulernen. Das stärkt die Persönlichkeit, das stärkt das Selbstbewusstsein der Lehrlinge und stärkt damit auch die Ausbildungsbetriebe und unsere gesamte Wirtschaft. Beeindruckend ist er dann für die Jugendlichen, unsere Lehrlinge, welche Anerkennung sie finden. Ja? Das ist ja so, dass wirklich die duale Berufsausbildung, muss man sagen, eine ganz, ganz tolle ist. Und wenn man dann so wertschätzende Meldungen zurückbekommt, bis hin, dass man da müsste nicht gleich bei uns bleiben, ja, oder dass besondere Arbeiten von unseren Lehrlingen dann dort erledigt werden, weil halt der Chef sagt, ich hätte gerne, dass du das magst, dann hat das schon eine besondere Wertschätzung. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. So, ich habe mich eigentlich in dem Monat komplett verändert. Grund auf das ganze Denken. Alles, weil du halt das erste Mal in deinem Leben wirklich selbstständig, du musst dich um deine Wäsche kümmern, du musst dich um dein Essen kümmern, du musst dich darum kümmern, dass du pünktlich zur Arbeit kommst, dass du am Abend was machen kannst mit den Freunden. Selbst die Kunden, die ich davor und danach getroffen habe, haben gemerkt, dass ich jetzt fast grundauf anders denke. Also ich bin von Natur aus recht kritisch in der Öffentlichkeit mit Leuten, aber das hat sich geändert in England. Die Finanzierung der Aktion erfolgt durch die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer mit Unterstützung aus dem EU-Projekt Erasmus+. Gefordert wird jedoch, dass der Bund die Auslandspraktika für Lehrlinge finanziert. Aber dann denke ich, dass es kein unstattgemäße Bitte und Forderung ist, dass der Bund die 2600 Euro für das Auslandspraktikum übernimmt. Einmal in der Lehrzeit, dass jeder junge Mensch, der eine duale Ausbildung macht, einmal die Chance hat, ein Auslandspraktikum zu bekommen. Wir werden das als Institutionen jetzt noch weiter finanzieren, aber wir hoffen schon, dass in Zukunft es hier übernommen wird. Und die Lehrlinge, die waren von ihren Auslandsaufenthalten begeistert. Ja, nein, es war auf jeden Fall super Zeit. Lernst einfach offener zu sein. Also ich würde es wieder machen, auf jeden Fall. Hätte ich früher nie von mir geglaubt, dass ich das kann. Man lernt davon, man profitiert davon und deswegen möchte ich der AFA und der Wirtschaftskammer für diese Unterstützung danken.